Social Enterprises unterscheiden sich von gewöhnlichen Unternehmen in ihrem Ziel. Sie wollen zuvorderst gesellschaftliche Herausforderungen lösen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Social Entrepreneurs jedoch im Normalfall Geld ausgeben. Das heißt, Social Entrepreneurs nutzen für gewöhnlich die Einnahmen, die sie innerhalb ihres Geschäftsmodells machen, um das Wirkungsmodell zu finanzieren. Das Geld kommt von Kunden und dient den Wirkungsempfängern. Das Geschäftsmodell ist also ein wenig wie der Antrieb für die Wirkungsrakete. Diese Querfinanzierung wiederum hat Auswirkungen auf die Anfangsfinanzierung von Social Enterprises. Das hat Vor- und Nachteile in der Praxis von Social Entrepreneurs und formen die Art der Gründungsberatung. Wir schauen uns das mal schnell genauer an. Wenn ein Social Entrepreneur zu seiner Hausbank geht, um dort einen Kredit für seinen Social Enterprise anzufragen, erhält er oftmals eher fragende Blicke vom Bankberater. Wieso ist die Rendite so gering? Weshalb nutzen Sie Ihr Unternehmen, um Menschen damit zu helfen? Hört sich ja nett an, aber davon können Sie nicht überleben. Das sind dann oft Antworten, die Social Entrepreneurs erhalten. Es gibt schon immer öfter Banken, die mit Social Entrepreneurship tatsächlich umgehen können, aber die Regel ist es leider noch nicht. Zum Glück gibt es in diesem Fall Abhilfe für unsere unterfinanzierten Social Enterprises, auch neben einer alleinigen Eigenfinanzierung. Zum einen nutzen sie sehr oft Crowdfunding. Auf Webseiten wie startnext.de können angehende Gründerinnen ihre Ideen mit Kleinstbeträgen von einer großen Anzahl Menschen finanzieren lassen. In dieser Art der Anfangsfinanzierung gilt es, mit überzeugenden Geschichten über das eigene Unternehmen viele Personen davon zu überzeugen, mal 5 oder 50 Euro zu spenden. Und da können Social Entrepreneurs brillieren. Denn mit ihren erbaulichen, inspirierenden Geschichten, wie sie das Leben von Menschen besser gestalten, können sie sehr oft schnell überzeugen. Mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne können, je nachdem, wie ansprechend die Kampagne natürlich gestaltet ist, rund 40.000 Euro eingenommen werden. Auch wenn das erstmal nicht viel ist, kann das schon mal einen Piloten oder Prototypen finanzieren. Und noch viel wichtiger, es sorgt für sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien und bei den potenziellen Kunden. Das zweite Werkzeug der Anfangsfinanzierung heißt Impact Investment. Hier finanzieren Investoren nicht nur in den Profit eines Unternehmens, sondern auch in dessen nachweisliche Wirkung. Die Finanzierungssummen fangen meist ab 500.000 Euro an und sind vor allem für Social Entrepreneurs mit ersten Erfolgsnachweisen im Wirkungs- und Geschäftsmodell erhältlich. Die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship in München ist da wohl die erste Anlaufstelle, um mit möglichen Investoren in Kontakt zu kommen. Als drittes haben wir noch die Finanzierung über Stiftungen oder Sponsoring. Das ist eine der typischen Finanzierungsmöglichkeiten, die gewöhnlichen Unternehmen nicht offen stehen. Gemeinnützige Social Enterprises haben jedoch die Möglichkeit, hier Gelder für die Wirkung, die sie generieren, zu erhalten. Das heißt, sie gehen zu Stiftungen und beantragen Projektmittel, zu Unternehmen und erbitten um Sponsoring oder öffentlichen Stellen und beantragen Fördermittel. Das ist natürlich nur möglich, wenn das Social Enterprise eine gemeinnützige Rechtsform trägt und die Gelder auch zu deren Zweck passt. Und last but not least gibt es natürlich noch bestehende Gründungsförderprogramme der EU, des Bundes und der Länder, so wie wir sie kennen. Hier hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, als dass auch Social Entrepreneurs auf diese Gelder zugreifen können. So hat sich das Förderprogramm zur Gründung aus der Hochschule Exist besser auf die Bedürfnisse von Social Entrepreneurs eingerichtet. Und viele Landesförderbanken erkennen nun auch programmweise Anträge von gemeinnützigen Social Enterprises an. Auch wie bei gewöhnlichen Gründungen ist hier jedoch die Devise, die Gründenden nicht abhängig zu machen von den Förderanträgen. Ich habe nämlich schon einige Social Entrepreneurs beobachtet, die sich durch Fördermittel direkt in eine Sackgasse buxiert haben. Hier hilft es in der Gründungsberatung, sie auf deren Ziel zurückbesinnen zu lassen, nämlich um langfristig darauf hinzuarbeiten, eine gesellschaftliche Herausforderung zu lösen, macht es Sinn, ein funktionierendes Geschäftsmodell zum Antrieb der Wirkungsrakete zu entwickeln, statt immer neue Fördermittel zu akquirieren. Was bedeutet das nun für euch als Gründungsberater oder Gründungsberaterinnen?
Social Entrepreneurs werden zu euch in eurer Beratung gehen und fragen, wie sie denn ihr Unternehmen finanzieren können. Sie wollen wissen, wie sie ihren Prototypen bezahlen können oder sie Leute anstellen können. Da macht es Sinn, neben den bekannten Geldquellen alternative Finanzierungsformen zu kennen, wie beispielsweise Spenden, Sponsoring, Crowdfunding oder Impact Investment.